Grüß Gott, mein Name bei Ländle TV. Heute ist eine besondere Begegnung am Berg angesetzt. Wir sind am Muttersberg, aber wir haben einige Höhepunkte zum Bütteln. Prominente Gäste habe ich heute hier. Allen voran unser Rodelweltmeister und letztjähriger Weltcupsieger, der Thomas Stau. Dann haben wir die Managerin vom Eiskanal Bludenz, die Nina Wilhelmer. Und von der Sparkasse Bludenz ist der Arno Sprenger da. Warum ich heute drei habe, das würden wir jetzt gleich in der Sendung nachher sagen. Es gibt viele Fragen und vor allen Dingen tolle Antworten, weil da ist ein tolles Projekt im Hinterblärsch, das blutet. Arno, servus. Servus, Franz. Du, warum tut Sparkasse Bludenz die Rodler eigentlich so toll unterstützen? Ja, bei uns ist die Gemeinwohlorientierung sozusagen schon in der DNA festgeschrieben. Gemeinwohlorientierung heißt für uns, dass wir ein Teil von dem Geld, das wir erwirtschaften, der Bevölkerung zurückgehen in Form von Sponsorings oder von Spenden. Und wenn man das heurige Jahr anschaut, wir haben zum Beispiel im Bereich Sport und Jugend 80.000 Euro, die wir zur Verfügung stellen werden. Im Bereich Kommunales, also alles, was die Gemeinden betrifft, sind es ungefähr 150.000 Euro. Und für die Bereiche Kultur, Bildung, Umwelt etc. haben wir ungefähr 80.000 Euro zur Verfügung. Das heißt, alleine Kür können wir der Bevölkerung ungefähr 330.000 Euro zur Verfügung stellen. Super, finde ich toll. Das ist ja nicht selbstverständlich, gell, nein, Thomas? Das ist nicht, ne? Das ist toll. So gut ist auch. Wie lang ist eigentlich die Sparkasse Bludenz schon Sponsor da bei der Rodler? Also bei dem Vorarlberger Rodelverband sind wir seit letztem Jahr Partner und beim Rodelclub Sparkasse Bludenz sind wir seit über 30 Jahren Partner. Warum? Ist eigentlich ganz einfach, weil der Obmann Helmut Tagwerker und sein Team eine sehr engagierte Arbeit machen und weil sie auf der anderen Seite irrsinnig viel Herzblut, Leidenschaft, Hartnäckigkeit und vor allem eine gute Jugendarbeit machen. Was macht euch aber dort die größte Freude, dass ihr Partner sind? Die größte Freude macht uns, dass wir wissen, dass unser Geld richtig und gut investiert ist. Man sieht es ja am Thomas, das ist der lebende Beweis dafür. Ich kenne mal da bei uns in der Region Kampfverein, der so viele Weltcupsieger, Weltmeister und Olympiamedaillengewinner vorgebracht hat. Ja, ja, Andrea Tagwerker. Genau, der Jonas und der Jonas der Thomas Müller natürlich. Und der Thomas Stöll. Genau. Und wer weiß, was jetzt halt noch kommt? Der Winter ist ja bald, Thomas. Oder? Der Winter fängt gleich an. Ja. Nina, du bist Geschäftsführerin von Eiskanal Bludenz GmbH. Ist das eine eigene Firma? Die Eiskanal GmbH oder Eiskanal Bludenz GmbH besteht aus vier Gesellschaftern. Das ist einmal der österreichische Rodelverband mit Brock Markus, der mit mir die Geschäftsleitung innehat. Der Vorarlberger Rodelverband, Franz Wilhelmer, der Rodelclub Sparkasse Bludenz, da sind wir sehr stolz, dass wir ganz viel miteinander machen können. Und die Muttersbergbahn, weil wir da haben wir im Hinterblärsch einfach eine super Connection zu einer Verbindung haben und wird in Zukunft auch ganz groß in Kooperationen mit uns das machen. Wie lang ist die Bahn? Wie viele Meter? Die Bahn hat eine Länge von 750 Meter, ist eine Jugendbahn. Wir werden im Jänner gleich einmal durchstarten mit einem Weltcup-Rennen, wo ca. 200 Läufer aus der ganzen Welt da sind. Und da bin ich auch froh, dass wir touristisch die alle im Raum Bludenz unterbringen. Und danke auch an alle Betreiber der Hotels, die sich schon seit Wochen mit Anfragen quälen. Und wir sind richtig stolz, dass die kommen im Jänner. Es wäre eben meine nächste Frage, wer nützt denn dieses ganze Zentrum da? Die Bahn wird eigentlich genutzt vom Österreichischen Rodelverband, vom Rodelclub Sparkasse Bludenz. Da haben wir fixe Termine. Wir haben jetzt auch mit den Schulen, Mittelschulen und Volksschulen Kooperationen. Momentan habe ich Anfragen aus USA, Kanada, Schweiz, ja, Slowenien, Deutschland, Liechtenstein. Ich weiß noch nicht, wie wir sie alle noch unterbringen, aber wir schaffen es. Wir waren 7 Tage, 24 Stunden bis bemühen, dass wir die alle innebringen. Super, Arno. Tolle Investition in die Zukunft. Ja, perfekt, ja. Das finde ich schon super. Du. Was kostet das Ganze? Ja, die Kosten haben uns natürlich mit der lieben Pandemie, wo wir leider haben und mit der kämpfen wir auch ein bisschen, eine potenziell geringe Erhöhung dargestellt. Wir haben auch die Bahnbaukommission da gehabt, die sehr viele Verbesserungen durch den Testbetrieb, den wir im Februar schon gehabt haben, gesehen haben. Da müssen wir noch und da müssen wir noch und da müssen wir noch nachbauen. Auch unsere Nationalteams, Fahrer haben gesehen, das wäre noch gut, wenn das da wäre. Das haben wir jetzt über den Sommer versucht, alles zu erledigen. Mit unserem neuen Bahnmeister, den wir haben, sind wir eigentlich super aufgestellt. Ja, kostet tut sie
8,3 jetzt momentan. Wir sind am Sparen, wo wir können. Budgetiert war 7,6. Ja. Also wir haben eine kleine Überschreitung, aber wir haben ganz viele Sachen wirklich noch adaptiert und verbessert, dass das wirklich für alle und die Jugendbahn auch für die Jungen, weil es fahren ja nicht nur Nationalteams-Fahrer, sondern wirklich auch Nachwuchsfahrer und die sollen auf sie reiten. Und das, da müssen wir eigentlich total gut schauen. Wenn ist Eröffnung? Wir haben ein großes Eröffnungsfest vor. Gell? Ja, Eröffnung haben wir schon bald gleich. Wir fangen ab am 20. Oktober vorbereiten für das Eismachen. Da haben wir tolle Unterstützung aus Innsbruck, Igels, Imst, Bludetz vom Verein. Wir sind ca. 30 Leute, die 30 Stunden durchgehend spritzen. Und große Eröffnung, und ich hoffe, es klappt. Wir sind in der Vorbereitung, ist am 29. Oktober auch für die Bevölkerung. Ab 18.30 Uhr ist Tag der offenen Tür am Hinterplärsch. Es wird jeder auf eine Getränkeklade und ein Essen. Und wir freuen uns schon. Und Thomas, es gibt sicher Autogramme vom Weltmeister und Weltcup-Sieger. Natürlich, ich habe nächstes Jahr noch mal nachbestellt. 1000 Stück, also sind noch da. Ja, wer es will, freut natürlich aus. Das ist eine gefreute Sache eigentlich, oder? Da. Ja. Ja, ich würde sagen, ich danke jetzt einmal euch zwei. Und damit wir jetzt wirklich das so wissen, von was wir reden, Thomas, marschieren wir die Bahn einmal ab. Da, oder? Dann kannst du sagen, wo was, auf was man Obacht geben muss und wer du bist, was gern tust. Und wir können auch über die Olympiade schon reden. Ich würde sagen, komm, wir gemütlich der Bahn entlang. Ist ja noch nicht easy. Nein, ist noch nicht easy. Noch nicht. Dankeschön, gell? Danke, Franz. Ja, jetzt sind wir ganz oben da, Thomas, am Start. Wir haben plötzlich der Sonne, aber alles andere ist ein bisschen im Schatten. Ja, alles andere ist im Schatten. Wo da startet man da jetzt? Wo? Also da unten haben wir so einen Bob- und Rodelstart. Zweierbob könnt ihr fahren und Skeleton. Und da hinten ist der Herrenstart. Da fahren wir mit der Einsitzer los. Ja. Ja, fahren da doppelt auch? Letztes Jahr habe ich mich noch nicht getraut. Da werden wir noch ein bisschen was an der Bahn verändern mit Eismatch. Aber ich glaube, dass es das Jahr möglich ist und dann werden wir schon Doppelsitzer fahren. Ja. So, wie schnell ist man da eigentlich? Bei uns war es letztes Jahr so, dass wir so um die 90 km/h auf der Bahn. Mhm. Ich glaube, es wird noch ein bisschen schneller, vor allem wenn der Eisausbau ein bisschen besser ist. Ja, es ist dann schon eine Geschwindigkeit für die Jungen. Boah. Ja, vor allen Dingen, wenn ihr zu zweit seid, ihr würdet ja dann noch schneller werden. Wahrscheinlich werden wir noch schneller, ja. Also da, ja, ich freue mich dann schon, wenn ich mal zuschauen kann, wie du da einflitzest, wenn es um tausendste Sekunden geht. Ja, ja. Vor allen Dingen, du, in ein paar Monaten ist Olympiade schon. Das stimmt, ja. Da habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht. Ne? Ja, sicher, ein bisschen. Ja, weil das hast du im Hinterkopf. Ja, ja, im Hinterkopf hast du schon. Und bist du voll drauf? Also laut Plan, du hast ja es ist alles Plan. Laut Plan, ja. Eben, ja, da wird dir das vorgehen. Ja, ja, aber ich habe ja mal einen Covid gehabt, vor ein paar Monaten, von dem spüre ich jetzt gar nichts mehr. Hast du keine Langzeit-Covid da? Ich weiß nicht, ob es unter Langzeit-Covid geht, weil ich bin halt 4-5 Wochen absolut nicht fit gewesen, seit dem Zeitpunkt, aber dann wieder gut und ich bin jetzt stärker als letztes Jahr. Und wie darum, ist der dort gegangen, oder? Ja, die erste Woche war eigentlich so ein Wechselbad der Gefühle. Mhm. Es war einmal besser, einmal schlechter. Ich habe eigentlich alle Symptome einmal durchgemacht. Nach so 12 Tagen habe ich gemeint, das ist vorbei. Und dann ist aber extreme Kurzatmigkeit gekommen. Und dann hat der Doktor halt gesagt, ja, ist jetzt nicht gescheit, wenn wir gleich ins Training einsteigen. Dann habe ich halt noch 2,5-3 Wochen Pause gemacht, komplett, gar nichts tun. Eigentlich nur Spaziergänge. Aber dann ist es relativ schnell wieder gut bergauf gegangen. Ja, du, jetzt kommen wir die Rodelbahn auch hier. Perfekt. Nicht mit 90, sondern ein bisschen längs. Ein bisschen längs. Das machen wir dann in einem Monat. Ja, hoffentlich nimmt sie keine Zeit. Ich glaube noch nicht. Ich glaube, der ist noch nicht eingestellt. In meiner Welt halten wir unsere Gewässer sauber. Denn in meiner Welt gibt's nur unsere Welt. Und mit der nachhaltigen Geldanlage von Raiffeisen kann auch jeder dazu beitragen, dass die auch in Zukunft lebenswert bleibt. Raiffeisen, meine Bank.
Wohlbefinden, Natürlichkeit und sorgfältige Verarbeitung. Das ist das, was uns Vorarlberger ausmacht. Natürlich vom Ländle. Du, Thomas, bist du ins Bluderz aufgewachsen? Ja, ich bin ins Bluderz aufgewachsen, im Obdorf. Ist circa 1,5 Minuten entfernt von der Rodelbahn. Ja, jetzt wundert mich gar nichts. Nein, mich auch nicht. Hast du Geschwister? Ja, ich habe 3 Geschwister. Mal, du? 2 Brüder, 1 Schwester. Aha. Die Schwester, die Miriam, die hat nie anfangen dürfen rodeln. Aha. Wegen dem Papa, er hat gesagt, nein, ist gefährlich. Dann hat der älteste Bruder aber angefangen. Ja. Den habe ich natürlich gleich nachmessen. Also Simon angefangen, dann ich und dann der kleine Bruder gerade auch noch, der Lukas. Ja. Aha. Waren wir alle im Rotlicht oben. Schau, da kann jetzt beide zimmen, gell? Da kann beide zimmen. Und dann, ja. Schau mal die Wand. Aber mir, ja, wird schon schwindelig, wenn ich es anschaue. Da geht es gleich los, ja. Da geht es gleich richtig zur Sache. Yeah. Jetzt sag mal, Thomas, wenn man jetzt so wie da schaut, da kommst du gleich in die Wand rein. Ja. Wie lenkt man eigentlich einen Rodel? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hauptsächlich mit der Kufen vorne, indem ich auf die rechte Kufe drücke, mit dem rechten Fuß, klappt sich die rechte Schiene ins Eis und somit fahre ich nach links. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch einen Griff, an den ich mich hebe. Da macht man aber nur ganz kleine Einsätze. Und so wie es im Doppelsitz ist, ist der Hintermann ganz wichtig, weil der kann durch Gewichtsverteilung, Gewichtsverlagerung relativ viel noch machen. Dein Partner ist der Lolo. Mhm. Und bist du hinten oder vorne? Ich bin vorne. Aha, dann hat es eher schwerer. Er hat es schwerer, weil ich auf ihm liege. Aber ja. Ich muss, glaube ich, während der Fahrt mehr machen, mehr lenken. Da reden wir uns aber immer ab vor jeder Fahrt. Das muss ja so sein. Und ihr müsst euch, glaube ich, gut abreden, sonst wäre es nicht so erfolgreich. Ja, aber wir machen das jetzt auch schon relativ lang. Sind seit 2012, glaube ich, zehnmal unterwegs. Mhm. Ja. Hast du eine Erinnerung, wenn du das erste Mal gerodelt bist als Kind? Ja, mit 10 Jahren. Du bist schon, ist jetzt schon 17 Jahre her. Der Hoba das erste Mal gefahren. Ja. Lässig, hä? Ja, es ist jetzt schon eine lange Zeit, wenn ich so drüber nachdenke, 17 Jahre. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das so lange mache. Aber ja, das geht noch ein paar Jahre. Also über das reden wir jetzt. Was aber jetzt schau mal an, Thomas. Du biegst da oben, dann haut es dir rein eben und schau in der nächsten Kurve. Bist du auf der anderen Seite? Ja, wird er da nicht schwindelig? An das gewöhnt man sich. Ich glaube, dir hat vielleicht einmal kurz schwindelig werden. Ja, hör auf. In der ersten Kurve ist man ja nicht so hoch. Da sind wir natürlich da. Aber nein. Ganz unten geht es schon einmal Luft wie ein Bretter. Schau mal, das soll nicht aufhängen. Ja, ne? Das ist ein Schutz. Das ist ein reiner Schutz. Zum Glück macht man das, weil früher hat es ab und zu, wenn er drüber rausgeht. Ja, du, hast du überhaupt Freizeit? Ja, Freizeit habe ich schon. Oder ein Hobby? Hobbys habe ich auch, aber die meisten Hobbys haben auch mit dem Sport zu tun. Ich gehe ziemlich gerne klettern, ich gehe gerne in den Berg. Nein! Doch. Ja, super! Ja. Wo bist du am letzten Berg gewesen? Das war Muttersberg. Auf dem Heimberg, ja. Ja, gut. Da bin ich öfters mal. Da tust du trainieren, oder? Ja. Auf wie von da. Mhm. Da haben wir den Kinderstart. Da fangen die ganz Kleinen an. Und die Amateure, die es mal probieren wollen. Also du wirst das erste Mal runterfahren, ja. Von da weg. Wie lange hat man das schon? Da? Ich glaube, das reicht. Ja. Ich glaube, dass das auch schon relativ schnell ist. Ja. Ja, gut. Es ist ja bald, Ende Oktober. Probieren wir einmal das. Das probieren wir, ja. Zuerst bist du aber allein gerodelt, oder? Mhm. Und wie bist du denn drauf gekommen, dass das Doppel für dich das ist? Es war so, dass uns 2 Trainer überredet haben, mir und Lorenz, dass wir das einmal machen sollen für die Jugendolympiade in Innsbruck. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, gern, probieren wir. Das erste Jahr war eigentlich ziemlich schwierig. Wir haben so viele Stürze gehabt. Ich habe eigentlich gesagt, ich habe eigentlich keinen Bock mehr. Ich höre auf. Dann haben sie mir aber nochmal überredet. Vor allem Gott sei Dank. Der Manni Heinzelmeier war, glaube ich, 3-mal bei mir und hat gesagt, hey, Thomas, mach das. Weil ich glaube, dass ihr da relativ gut wäre könnten. Dann habe ich immer gedacht, gut, Gang ist halt nochmal an und ja.
Es hat der Manni Henselmeier sogar gezogen für das. Hat er in dem Fall Kette. Schon, gell? Ja. Ist er schuld, dass du Weltmeister geworden bist? Ich glaube, dass er ein Teil schuld ist, dass ich Weltmeister bin. Mit dem muss er leben jetzt. Ja. Aber ich glaube, mit dem kann er gut leben. Nimm ich auch. Ja. Aber schau mal das an da. Ja. Das ist ja verrückt. Das. Du, wir haben Bekannte gesehen, dass du einen wahnsinnigen Humor hast. Und wenn es eine Gelegenheit gäbe, das sei leider nur so oft, weil jetzt immer im Training bist, könnte schon ein Hockey sein. Ja, das kann schon ab und zu vorkommen. Kommt da immer noch vor. Der letzte Spaß lasse ich mir nicht nehmen. Und das finde ich super. Ich glaube, ein bisschen Leber darf man schon ohne. Das finde ich weil super. Es funktioniert so, finde ich. Ja. Toll. Thomas, für was ist das? Ja, der Jonas Müller kann dir das besser erzählen. Nein, wir haben angefangen letztes Jahr und sind sie Probe gefahren, die Bahn. Ich glaube, der Jonas ist im zweiten oder dritten Lauf, wo wir dann von weit oben gefahren sind, gleich einmal da oben angetatscht. Boah, haut sie denn da? Nein, da haut sie nicht direkt, aber durch den Anpressdruck, was in der Kurve hast. Aber ja, dann wird es halt hinter knapp, wenn der rausfährt. Ja, da kommen wir jetzt auch nicht zur Ausfahrt. Das ist die längste Gerade, was ich je gefahren bin. Das kommt da ewig vor, da habe ich. Aber ich finde das super zum Training, weil du kannst. Bei uns ist ja wichtig, dass wir den Kopf ganz weit hinten haben, wegen dem Luftwiderstand. Und dahin kannst du das super trainieren, dass du dich an der Banden orientierst und oberhalb und nicht führisch aus. Aber wie bremst du? Man fährt aus der letzten Kurve raus. Hockt auf und zieht sich so an der Hörnle auf, dass sich hinter der Kufen richtig ins Eis pressen. Aha. Und dann schaust du das bis zu mir. Das ist ein relativ langer Auslauf, aber braucht es, oder? Das braucht es. Viel kürzer könnte er nicht sein, weil sonst. Was ist dein Gesamteindruck vom Eiskanal Bludenz? Ich finde ihn mega cool. Es schaut richtig schön aus, es passt gut da rein, finde ich. Und ja. Es ist ein tolles Projekt, vor allem für die Jugend. Jetzt kann endlich wieder ein Junge nach. Mhm. Das freut mich riesig. Ja, mich auch. Und fürs Land ist es eine tolle Chance. Das Land ist ein super schöner Sport, Mensch. Ich finde es so ein cooler Sport. Ich sehe es so gerne im Fernsehen, weißt du? Da kann nichts passieren. Ja, belohnen muss man sich auch, oder? Mit Essen und Trinken. Ja, ist wichtig. Mhm. Wie ist das eigentlich? Hast du einen Ernährungsplan? Ich habe einen Ernährungsplan, aber ich kann so ziemlich alles essen, was ich will. Ich ernähre mich natürlich gesund. Mhm. Aber ich muss schauen, dass ich brutal viel Kalorien esse, dass das Gewicht im Winter stimmt. Wie tust du dich jetzt vorbereiten? Hier ist Olympiasaison. Mhm. Was läuft jetzt bei dir ab? Oder? Was tust du bis zur Olympiade? Also es läuft gleich ab wie jedes Jahr. Man fährt ja Weltcup-Saison, eigentlich ganz normal. Und am Schluss ist eben der Höhepunkt. Ich glaube, ein bisschen spielt schon mit im Hinterkopf. Aber ich lasse mich da nicht verrückt machen. Wir fahren einfach die Rennen so gut, wie wir können. Gehen alles. Und dann sagen wir eh, ob wir gut genug drauf sind am Ende der Saison. Ja. Aber ich sehe eigentlich kein Problem. Optimistisch so einfach, oder? Ja. Ja, Thomas, ich wünsche dir alles Gute bei der Olympiade. Ich bin auch nicht sicher, dass ich dabei bin. Qualifikation muss ich auch noch fahren. Ja, ich gehe jetzt einmal davon aus. Also locker, locker. Fix ist nichts. Alles Gute. Dankeschön, Dankeschön. Und du bist ein toller Typ. Also mit dir kann man alles machen. Jetzt wissen die Leute, was da das Blut in Sachen Rodler läuft. Oder? Habe ich gern gemacht. Ja, vielen Dank. Danke. Dankeschön. Ja, liebe Zuseher, das ist jetzt eine ganz spezielle Begegnung am Bergsendung. Beim Eiskanal Bludenz am Fuße des Muttersbergs. Mit einem Weltmeister darf man nicht jeden Tag eine tolle Sendung machen. Mich hat es wahnsinnig gefreut. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Vertrauen, dass ihr uns auch zuschauen. Nächste Woche wieder Begegnung am Berg und bis dahin geniessen das Leben, weil das Leben ist schön.